bereits zum zweiten Mal im neuen Jahr musste die Siegener Polizei zu einem Tötungsdelikt ausrücken. Am Donnerstagabend um kurz nach 19 Uhr hat uns die Rettungsleitstelle der Feuerwehr informiert über eine schwerverletzte Person in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Siegen-Achenbach. Als wir dann dort eintrafen, wurde diese Person gerade reanimiert, ist dann allerdings kurze Zeit später in der Wohnung verstorben. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Lettland. Zeugen konnten uns dann eine sehr gute Beschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen liefern. Wir haben dann sehr intensiv nach dem Flüchtigen gefahndet. Dabei haben wir insgesamt rund 10 Streifenwagen eingesetzt und eine Zivilstreifenwagenbesatzung konnte den Flüchtigen dann noch in Tatortnähe kontrollieren und auch vorläufig festnehmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 46-jährigen Mann aus Litauen. Dieser Mann befindet sich jetzt im Polizeigewahrsam. Die Mordkommission aus Hagen und auch die Staatsanwaltschaft Siegen haben unverzüglich, nachdem sie von dem Tötungsdelikt Kenntnis bekommen haben, ihre Ermittlungen aufgenommen und sind jetzt vor Ort aktiv.